Ja, ich werde ganz kurz erklären, warum Friedrich Merz und so weiter alles so extrem gefährlich für uns alle sind. Erst einmal muss ich dazu sagen, also die Werteunion oder Dr. Hans-Georg Maaßen, mit dem auch ein Video im Internet aufgetaucht ist, wieder ein neues und so weiter. Also erst einmal glaube ich, dass die überhaupt nicht gefährlich sind in Richtung rechtsextrem oder so. Ja, also es wird ja im Moment alles als faschistisch und Nazi und so weiter beleidigt und beschimpft. Das ist, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass jemals nochmal in Deutschland, Deutschland hat das begriffen, linksextrem und rechtsextrem wird nie wieder groß werden. Das ist keine echte Gefahr. Die Gefahr liegt in was ganz anderem. Die liegt im Neoliberalismus, die liegt in der Verherrlichung der sozialen Marktwirtschaft. Das ist extrem gefährlich für uns. Nur da liegt die Gefahr. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen auch nur die geringsten rechtsextremen Absichten hat, ja? Sondern das sind ganz normale Bürger, die nur einfach nicht verstehen, wie unendlich gefährlich die soziale Marktwirtschaft, besonders die freie Marktwirtschaft ist, ja? Denn der andere, der Rest der Gesellschaft hat sozusagen ja gekämpft darum, die Marktwirtschaft zu kontrollieren, eben keinen freien Markt zuzulassen, den Kapitalismus bloß nicht zu wild werden zu lassen und so weiter. Und das extrem Gefährliche an diesen Personen ist, dass die den Kapitalismus entfesseln wollen und damit ihn zum Superkiller machen wollen. Ja? Ich fange mal an mit Dr. Markus Krall. Also da ist ja auch wieder ein neues Video erschienen. Erstmal sagt er so etwas wie, dass er hofft, dass aus dem Chaos des Crashs etwas Positives entstehen könnte. Dazu erstmal mein Hinweis, nein. Also genauso wie aus dem Schwachsinn einer gewaltsamen Revolution und dem Re Revolutionschaos und den Revolutionswirren irgendwas anderes entstehen kann als eine Tyrannei und eine Diktatur, kann auch aus dem Chaos eines Crashs wahrscheinlich nur Übelstes entstehen und nur Müll entstehen. Also da wäre ich vorsichtig. Lassen wir uns lieber ohne Chaos sozusagen den Weg finden. Und die zweiten Scientists for Future 2 haben wir ja den Weg schon fertig. So, Dr. Markus Krall in dem Video, das jetzt neu erschienen ist, wohl schon ein bisschen älter ist, schildert er nochmal, wie er also die psychologischen Kategorien von Versuch und Irrtum, Trial und Error für wichtig hält und dann also sozusagen immerhin so viel von versteht er von evolutionsbiologischem Verständnis, dass eben Trial and Error sozusagen, dass sozusagen da in der Evolution von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen das Gute sich durchsetzen solle. Nur jetzt, man kann dann so sagen, okay, für jemanden, der keinerlei Ahnung von Menschen hat als Volkswirt, null Ahnung von Menschen hat, ist das als Anfängerverständnis okay. Aber leider bleibt es eben bei Dr. Markus Krall bei diesem Anfängerverständlich und Ständnis und das ist dann eben das Gefährliche. Gehen wir es mal durch. Also Dr. Markus Krall, also unterstellt sozusagen jetzt, ach so, übrigens, da kommen wir dann gleich dazu, zu den Schamanen und zur modernen Medizin und so weiter, ja. Als ein Beispiel von dessen, warum diese Personen, die da genannt sind, alle so gefährlich für uns alle sind, ja? Warum die uns sehr viel unser Leben völlig ruinieren können, sozusagen, ja? Schauen wir es uns mal an hier. Also, Dr. Krall, seine Idee von Versuch und Irrtum, Trial and Error, das ist ja auch tatsächlich das ist das psychologische Analogon zu Mutation und Selektion, Variation und Selektion. Versuch ist die Variation und selektiert wird alles, was Irrtum ist, Versuch und Irrtum, ja. Schauen wir uns das an. Dr. Markus Krall unterstellt quasi,
Hier, da versucht jemand etwas und er irrt sich. Das ist seine These. Und er irrt sich und er fasst irgendwie nicht richtig die Bedürfnisse der Kunden. Er stellt ein Produkt her. Das Produkt will niemand haben. Versuch und Irrtum, ja. Die Leute irrt sich, die Leute kaufen das nicht, die wollen das nicht haben. Und der geht pleite. Also diese Entwickler, Produktentwickler-Dynastie geht nach drei Generationen pleite, stirbt aus, muss ihren Laden schließen, Versuch und Irrtum. So, und dann unterstellt er, völlig naiv und völlig unpsychologisch und völlig ohne jegliches biologische Wissen über Lebewesen, über Manipulation, über Irrtumsmeme und so weiter, über parasitäre Meme und so weiter. Keine Ahnung. Null psychologisches Wissen, null evolutionsbiologisches, evolutionspsychologisches Wissen, null sozusagen psychobiologisches Wissen. Ja? So. Und da der unterstellte, aha, dieser Versuch und Irrtum, ja, also dieser Entwickler von Produkten, der entwickelt etwas, was die Kunden haben wollen. Und dann kann er deswegen viele Kinder ernähren, weil er den Kunden etwas Gutes geliefert hat. Und dann unterstellt der Markus Krall, das wird also dann eine Handelsdynastie und die tun alle nur Gutes für uns. Und er begreift überhaupt nicht, auch die anderen Personen begreifen überhaupt nicht, auch Friedrich Merz begreift das überhaupt nicht, Dr. Maaßen nicht und Professor Otte auch nicht und so weiter, dass genau das Gegenteil in der freien sozialen Marktwirtschaft stattfindet. Weswegen ja so viele versucht haben, den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft zu kontrollieren, zu einzuengen, ihr neue Rahmenbedingungen zu geben und so weiter und immer wieder was an ihr zu korrigieren. Aber auch die versuchen zu korrigieren, unterschätzen das bei um den Faktor 100.000, könnte man sagen. So, ich erzähle jetzt mal, wie es wirklich abläuft. Ja? Hier Beispiel, ich gehe jetzt nur mal hier und ich führe jetzt schon mal einen Satz ein hier, gehen wir nochmal durch. Das sind also das sind so alte Schamanen, Schamanenkleidung sozusagen. Das ist auch eher ein altertümlicher Schamane oder so. Schamanismus haben wir die ersten Spuren von vor circa 170.000 Jahren, ja. Heutige moderne Medizin und jetzt gucken wir uns das an und ich sage jetzt gleich mal den Schlüsselsatz. Eigentlich wird in der Marktwirtschaft, freien sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, eigentlich so richtig verdient immer nur am Gegenteil dessen, was man selbst denkt, dass man tun würde. Hier diese Ärzte. Denken garantiert, wir versuchen ein Segen für die Menschen zu sein und sie zu retten vor den schlimmen, schlimmen Krankheiten. Faktisch ist, dass wenn sie das wirklich täten, könnten sie kaum was verdienen. Sie verdienen viel besser, wenn sie jetzt diesem Menschen, den sie gerade operieren, schwersten Schaden zufügen. Dann verdienen sie viel mehr. Zum Beispiel, wenn Sie ihn mit einer Krankenhauszusatzinfektion jetzt gerade infizieren, weil Sie löchrige Gummihandschuhe benutzen oder überhaupt sich nicht richtig desinfiziert haben und so weiter. Ja? Oder denn dann gibt es neue Abrechnungsmöglichkeiten bezüglich dieses Patienten. Ja? Also das heißt, der Markt, also schauen wir es uns an, hier hätten wir jetzt also Ärzte, ein Arzt, der wirklich die Gesundheit seiner Patienten fördern würde. Der würde letztendlich alle Patienten aus seiner Praxis heraus therapieren.
Die wären dann so gesund, er würde sie beraten, er würde ihnen gesunde Ernährung, gesunde Lebensstilmedizin, gesunde Ernährung und das in der bestmöglichen Form, sodass die ihn nie wieder brauchen. Und dann hat er bald seinen ganzen Einzugsbereich rund um seine Praxis, wo die Leute bereit sind, die Entfernung einzugehen, die hat er also quasi alle in die Gesundheit entlassen. Die äußern sich natürlich bei ihren Bekannten ganz zufrieden und sagen, ja, dieser Arzt hat mich jetzt so richtig gesund gemacht. Aber das machen viele Patienten, auch die Patienten, die gerade zum Krüppel operiert worden sind, die sagen auch, ach, mein Arzt hat mir super geholfen. Also von daher haben die so ein Arzt einfach, wenn er sein ganzes Viertel gesund gemacht hat, ist er pleite. Dann kann er seine Praxis schließen. Ja? Das ist die Krux in der sozialen Marktwirtschaft. Ja? Und aber dieser Arzt hier, der nur glaubt, der also im gewinnbringenden Irrtum sich befindet und lauter gewinnbringende Irrtümer gelernt hat und lauter Wege gefunden hat, die Menschen chronisch krank zu machen durch zu viel Tabletten, zu viel Operationen, zu viel und so weiter, die Leute zu infizieren in seinem Wartezimmer und durch Krankenhauskeime im Krankenhaus schön zu infizieren, dass die alle schön richtig mehr krank werden, länger krank werden und so weiter und dann bei Krebs anstatt dann mit der Lebensstil sofortigen und drastischen Lebensstilmedizin sozusagen die Immunkräfte des Körpers wieder so zu stärken, dass die den Krebs von selbst wieder beseitigen sozusagen. Stattdessen wird dann mit Chemotherapie die gesamte Gesundheitszustand des Patienten gnadenlos runtergeknüppelt. Und wenn er dann sozusagen amputiert ist und die Brust amputiert ist und das operiert ist und das operiert, dann wird immer noch der Patient denken, ach, dieser Arzt hat mich ja so toll gerettet. Ich habe zwar keine Brüste mehr, ich habe kein Bein mehr, ich habe keine Prostata mehr, ich habe keinen Darm mehr, ich habe nichts mehr, aber man hat mich gerettet und och, und diese Helden haben mich gerettet und der macht eben genauso viel Werbung wie der Kunde von diesem hier und das gibt sich also nichts, also der muss pleite machen, weil der macht genauso Werbung, die Leute lassen sich zu Massen von dem zum Krüppel operieren und das ist das Dilemma der sozialen Marktwirtschaft und das also sozusagen, Markus Krall hat eben null Ahnung von der echten Funktion der Psyche des Menschen und von der echten Psychologie und echter Psychobiologie und Evolutionspsychologie. Ja? Also so ein bisschen stümperhaftes Versuch und Irrtum, Trial and Error erwähnen sozusagen, bringt überhaupt nichts. Ist extrem, extrem gefährlich. Und jetzt wollte ich also noch mal zeigen, wie eben die Umkehrung ist. Ja? Also dass die Medizin, den Schamanismus habe ich ja jetzt klar gemacht. Also noch einmal deutlich. Bei allen Sachen, denken wir an Greenpeace. Greenpeace wiederum behauptet und denkt, ah ja, wir tun alles für den Umweltschutz. Die Wahrheit dürfte sein, dass sie einfach das zwar glauben, aber ihr faktisches Handeln genau das Gegenteil ist. Nämlich faktisch kann jemand nur dann ein gutes Gehalt bei Greenpeace kriegen und viele Kinder ernähren und viele eine ganze Dynastie begründen, hier viele Nachkommen ernähren, wenn er in Wirklichkeit alles tut, um Umweltschutz zu verhindern, zum Beispiel auch den Umweltschutz, wie ihn die zweiten Scientists for Future 2 herstellen würden, 2.Scientists for Future II, das zu verhindern, so gut er kann, dann sozusagen, dann macht man Karriere, weil dann spenden die Leute weiter, indem man also alles verhindert, was Umweltschutz voranbringen könnte, hat man den größten Erfolg als Greenpeace-Geschäftsführer. Genauso mit jeder anderen Sache auch. Also der Arzt, wie gesagt, der behauptet, und der Lebensmittelhändler, der glaubt seine gewinnbringenden Irrtümer, der glaubt, ich ernähre die Bevölkerung gesund. Richtig verdienen kann er aber nur, wenn er den Leuten Billigschrott auftritt, also richtig gesundheitsschädlichen, chemisch verseuchten Billigschrott sozusagen, der die Leute krank macht.
aber für ihn eine hohe Gewinnspanne bringt. Nur dieser Händler kann viele Kinder ernähren. Der andere kann in der sozialen Marktwirtschaft nicht überleben, der das ehrlich macht. Ja? Wirklich nur naturbelassene Substanzen und so weiter. Ja? Also überall. Sie können es, die Waffenindustrie, die Kriegsindustrie, alle hier dieser Waffenhändler glaubt, ach, ich versorge die Menschheit mit wertvollen Waffen, damit sie sich gegenseitig abschrecken und friedlich bleiben. In Wirklichkeit ist schon der erste Handler, der erste Waffenhändler, der erste Kriegstreiber gewesen und hat Geschichten erzählt, die Menschen aufgehetzt haben. Zum Krieg und da, weil er nur so mehr Steinäxte verkaufen konnte. Ich habe das 1000-mal geschildert, wie das abgelaufen ist. Ja? So und in allen Bereichen. Der Polizist glaubt seine eigenen Irrtumswimme, der glaubt, dass sein Umgehen mit den, das in Wirklichkeit täterfreundlich ist und opferfeindlich ist, dass er damit richtig Gutes für die Menschen und die Bevölkerung tun würde. In Wirklichkeit ist er der Komplize, unbewusst ist er der, also ohne dass es ihm bewusst auffällt, ist er eigentlich ein Komplize aller Verbrecher. Denn nur so kann er dann Vorgesetzter von neuen Mitarbeitern werden, die bewilligt werden, und er kann so richtig Karriere machen und kann dann wieder viele Kinder ernähren und so weiter und viele Kinder in die Welt setzen. Und ja, also das heißt, jeder Richter glaubt, ach, ich genau das Gleiche. Und trotzdem, in Wirklichkeit sind die Richter mittlerweile in der Marktwirtschaft die Komplizen der Verbrecher. Ne? Also man könnte wirklich als Formel sagen, wenn sie in der Marktwirtschaft, in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, irgendjemanden haben, der denkt, dass er ihnen Gutes tun würde, dann müssen sie davon ausgehen, dass er in Wirklichkeit nur damit viel Geld verdienen kann, dass er ihnen schadet, maximal schadet, ihr Leben maximal verkürzt, ihre Gesundheit maximal beschädigt und ihr Lebensglück maximal zerstört. Ja? Denken wir dran, den Urlaubsreisenverkäufer, ja? Der glaubt, ich tue doch den Menschen Gutes. In Wirklichkeit ist all sein werbemäßiger Einfluss auf Zeitschriften, Zeitungen und so weiter, führt dazu, dass letztendlich die Menschen sich hier im Lande letztendlich so schlecht miteinander umgehen, dass sie sich unwohl fühlen und so weiter und möglichst viele das Land verlassen möchten und möglichst oft reisen möchten und so weiter. Ja, also jeder hat in der sozialen Marktwirtschaft irgendwie ein Interesse, den Menschen zu schaden, weil sie nur dann möglichst viele Produkte von ihm kaufen, in dem Falle Flugreisen oder so. Ja, so. Also ich hoffe, das Grundprinzip ist verstanden, immer die freie soziale Marktwirtschaft, dass die Werteunion und so weiter so unbedingt wollen. Das, übrigens war ein Video erschienen, dass die Werteunion doch als Partei antreten solle und so weiter. Ja, ja, vielleicht keine schlechte Idee, aber eben für uns alle ruinös, denn die Werteunion wäre für uns noch gefährlicher als die CDU. Und die SPD und die Linke und die Grünen, die wenigstens noch ansatzweise ahnen, dass man diesem Raubtierkapitalismus, dass man dieses Raubtier freie Marktwirtschaft, freie soziale Marktwirtschaft bändigen muss, um jeden Preis sozusagen. Ja, und deswegen sind ja auch all die genannten Namen so extrem gefährlich, weil sie das noch nicht mal ahnen, ne? Ja, und dann Tom Radke, hat man wieder ein Video gesehen mit Tom Radke. Er hat sich geäußert, er hat sich bezeichnet als linkspatriotisch. Naja, das wollen wir hoffen, dass er wirklich, also das ist ja das Verrückte bei Linksextremen, dass die eben gerne Deutschland und allen Reichtum Deutschlands gerne der ganzen Welt schenken möchten sozusagen. Und alle sind herzlich willkommen, wir haben Platz und alle, ja, und all diese linksextremistische und linksradikale Spinnerei würde bedeuten, diese jungen Leute sagen immer, anstatt dass sie hingeben, alle ihre Sachen verkaufen und ihr gesamtes Vermögen irgendwie der Welt spenden sozusagen und schenken
und Leute bei sich aufnehmen und die ernähren und füttern, fordern sie immer von anderen, dass die das tun sollen. Ja? Und da ist dann dieser Tom Radke natürlich ein bisschen vernünftiger, weil er sagt, ich bin zwar Mitglied der Linken, aber ich will natürlich mein eigenes Land nicht ruinieren und ich will nicht die ganze Welt finanzieren und die ganze Welt retten, sondern ich will erstmal meine Bürger hier retten, sozusagen. Und mit einer linken Politik vor den schlimmsten Aspekten der freien sozialen Marktwirtschaft schützen, die uns Dr. Markus Krall in der allerübelsten Form auf den Hals setzen möchte. Also, tschüssi, bis bald.